4, dauert ja 1000 Jahre. Knopf. Okay. Und plopp, wieder zugemacht. Wunderbar, für den roten, den haben wir nicht. Aber wir können jetzt hier das Perlscheibenfragment, also das Ding jetzt da unten, einsetzen. Den Knopf für den Fahrstuhl. Ich soll in den dritten Stock. Na gut, los geht's. You shouldn't have come here. Warte. Besiege Marcello im Kampf, indem du seine Aktion mit Hilfe der Abwehrtechniken in der rechten oberen Ecke abwehrst. Achte auf die erscheinenden Texte auf Marcellos Lebens- und Energiezeige. Aha. Achte auf die erscheinenden Texte und auf Marcellos Lebens- und Energieanzeige. Auf die erscheinenden Texte, okay. Ja. Was macht er? Er wirkt mich? Er wirkt mich immer noch? Passabe? Nee, jetzt wirkt er mich wieder. Was ist das? Gut. Abwehr? Was macht er jetzt? Jetzt darf ich angreifen? Darf ich jetzt schlagen? Okay. Okay, er wirkt uns mit beiden Händen. Das heißt, wir machen wieder das hier. Und schlagen ihn wieder zu. Also uns scheint es ja noch gut zu gehen, aber er wirkt uns weiterhin. Jetzt muss ich wieder abwehren. Zuschlagen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie richtig ist, was ich hier mache. Okay, jetzt wirkt er uns wieder mit beiden Händen. Zuschlagen. Vor allem, wie schön das hier durchklippt bei ihm und man den Hintergrund sieht durch sein Hemd hindurch. Jetzt muss ich wieder abwehren. Oder muss ich einfach nur... Ist er jetzt am Ende? Ja. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig war, was ich gemacht habe, aber scheinbar ja schon. Sieht aus, als ob er bewusstlos ist. Also seine komischen Kinnteile hier. Hier scheint eine graue Maske zu fehlen. Woher weiß ich, dass sie grau ist? Woher weiß ich, welche Zahlen ich nachher einstellen muss? Kann ich ihm nicht die Maske vom Kinn rupfen hier? Okay, Schlüssel da hier. Mag die Wählscheibe sein. Ich habe nur einen Teil davon. Roter Tresor. Okay, das sollte ich mir jetzt vielleicht doch irgendwo mal aufschreiben. Das kann ich mir nämlich nicht besonders gut merken. Solange ich habe jetzt zumindest auch mal einen Stift hier. Ich habe vorgesorgt. Ich habe meinen Stift wieder gefunden. Dann hätte ich zu gut aufgeräumt. Okay, hierhin, dahin. Dahin, dorthin, dorthin, okay. Jetzt habe ich zumindest mal... Telefon sieht nicht aus, als ob es angeschlossen ist. Ja, da hinten ist eine Steckdose, aber ich muss das wahrscheinlich erst alles reparieren. Ein Teil der Koffermaske. Ja, weil hier ist das Kabel durchtrennt und alles und ich habe den Schlüssel für das Apothekerfächlein drüben. Also hier mit dem komme ich hier nicht rein. Ja. Okay, es geht nicht um den Schrank, es geht um das da unten. Was soll ich da? Ich nehme die Gabel mit, interessant. Marcello, hier ist dein Teil des Passworts für den Koffer 16 und 18. Giuseppe hat die andere Hälfte. Ihr seid nun gemeinsam in der Lage, den Koffer zu öffnen, Madame Akil. Okay, 16 und 18 für seinen Teil des Koffers. Schlüssel? Oh, ein weiterer Dietrich. Und ein Tuch. Schön. Der Rest fehlt immer noch. Ich kann das, glaube ich, erst einstellen, wenn ich beides habe, ne? Ich glaube, der passt hier nicht, ne? Nee.
Das ist irgendwie für ein Schaukelpferd. Kann ich einen Dietrich benutzen hierfür? Ja. Wege den Dietrich zum Öffnen des Dingens da. Wo bin ich denn? Ich bin hier, ne? In dem Feld dahin. Was ganz da hinten ist, das sehe ich nicht, ne? Ich weiß halt echt nicht. Ich glaube, ich hab mich hier schon wieder in ein Eck manövriert, aus dem ich nie wieder herauskomme. Oder doch? Müsste eigentlich gehen. Das ist mittlerweile ja das schon das zweite, also innerhalb dieses Grim Fassade-Teils und das zweite Spiel innerhalb der letzten beiden Grim Fassade-Teile, bin ich der Meinung. Ja, darf ich das nicht? Nicht hier, nicht hier. Ah, ich muss das an die richtige Stelle gleich setzen, ne? Wie soll ich denn, kann ich Dinge auch drehen? Da gehört hier gar nicht alles dazu. Doch, sie hat ihre komische Haube da auf. Okay, Bart, Auge und Porträt. Okay. Ein Hut, das ist dieser hier. Brille, Fächer und Rasiermesser. Den Fächer sieht man anscheinend noch nicht. Doch, der hier. Arm, Handschuhe und Gift. Okay. Gut, dann haben wir jetzt alles. Wir haben dann Teil der, also das andere Teil von der Koffermaske. Das heißt, es fehlen immer noch zwei Teile. So habe ich die Gabel. Soll ich die Gabel zum Überbrücken von irgendwas nehmen? Wir machen erstmal den Tresor auf. Also da lang. Da lang. Zweimal hier hin. Einmal dorthin. Einmal dorthin. Okay. Ja. Wie war das 16 und 18, ne? Ich darf das noch nicht eingeben, weil der andere Teil noch fehlt, oder wie? Ich dachte, jetzt darf ich wenigstens schon mal 1 eingeben. Warte, kann ich mit der Gabel das Dingens rausbrechen? Die Hörscheibe. Gute alte Wählscheibe. Ich kenne sogar noch Telefone mit Wählscheibe. Wir hatten noch eins. Okay, wie verbinde ich? Ich muss das irgendwie zusammenbasteln können, aber ich weiß noch nicht ganz wie. Auf jeden Fall. Klar, die ist auch da drin, weil das ja auch zum Erste-Hilfe-Set gehört. Warum hat der Typ eigentlich den Schlüssel dafür gehabt? Ich habe hier noch den Dingens Schlüssel, aber. Ich weiß nicht mehr, wo ich den benutzen muss. Oh, das ist so lange her. Hier wohl nicht. Das sieht nach einem Karussell aus oder so. Okay, ja, Beschwerden ist okay. Hier ist ein Teil des Passwortes für den Koffer 0340. Cerberus hat ersten Teil, ja, hat den ersten Teil. Also seid ihr nur gemeinsam in der Lage, den Koffer zu öffnen. 0340. Schreibe ich mir bloß auch mal auf. 0340. Okay, jetzt müsste ich eigentlich. Warum war das dahinter überhaupt? Das ist, manchmal frage ich mich echt, wie die Game Designer auf die Idee kommen, dass es eine logische Erklärung sei, das da einzubauen und doch 16, 18. Der erste Teil des Passworts für den Koffer, das ist das, was links reingehört.
Langsam klicken, sonst nimmt er das nicht. Und 0340. Oh, na endlich. Warum ist da ein Stecker ohne Rest drin? Gut, okay, wow. Ich fress auch alles an, was bei fremden Leuten im Koffer liegt, oder wie? Ruf hier Tommy Gigante an und informiere ihn über den Verbleib seiner Braut Amanda. Warte an der alten Tankstelle, die er vor kurzem gekauft hat, auf Tommy Gigante. Er hat Amanda dabei, verursache einen Autounfall, entführe sie und bringe sie zu unserem Versteck in Gleordam. Okay. Wir wissen also, wo die hin sind. Ach Gott, das war immer so ein Scheiß, wenn man sich verwählt hatte. Oder die Scheibe nicht weit genug rumgezogen hatte. Oh. Hallo Tommy, ich weiß, wo Amanda ist. Sie hätten sie auf dem Damm gefangen. I'm so grateful for everything you've done. I won't waste time risking what you've achieved. So I'll search for her immediately. The next time we meet, I'll be carrying Amanda in my arms. See you, Dante. Teil 2, wie Tommy Gigante seine Liebste rettete. Ich finde trotzdem... Nein! Ich muss einen Weg zum Damm finden. Wie ich dieses Spiel hasse! Also links rum kann nichts mehr, aber ich darf nicht hier rum, sonst fahre ich wieder nur im Kreis. Versuchen wir es mal hier rum. Hier rum kann ich nur geradeaus. Kann ich nur hier rum, dann kann ich wieder nur darum, dann kann ich nur darum. Okay, dann fahren wir hier rum, dann fahren wir darum, dann fahren wir dorthin, dann kann ich darum. Dann komme ich wieder nur hier hin. Hier kann ich doch auch wieder nur. Also wenn ich hier drauf treffe, fahre ich automatisch geradeaus, kann das sein. Was? Ach, Alter, leck mich. Ich verstehe das teilweise nicht, wie die das immer sich ausrechnen, ne? Wenn ich von hier komme, darf ich dann nur nach links? Ich glaube ja. Ach, Alter, leck mich doch. Ich weiß das doch nicht. Kann ich jetzt geradeaus oder nicht? Ja. Okay, diesmal habe ich mich nicht ganz so dämlich angestellt wie beim ersten Mal. Zange, ich klaue auf jeden Fall alles. Ich muss die Handschuhfächer reparieren. Hoffentlich habe ich keine Probleme für Dante verursacht. Ja, ich muss hier ran. Warum muss ich das überhaupt reparieren? Das klemmt ein bisschen, aber rüttelt da ein bisschen dran rum an dem Knopf und dann geht das. Okay, hier ist nur das gesamte Fahrzeug. Was haben wir denn hier? Ich klaue das Glockenseil. Wunderschön. Es muss von innen zugeschraubt sein. Das sieht verdammt hoch aus. Glockenseil, kann ich das da... Wieso ist das von innen eigentlich abgeschlossen? Ich brauche eine Schere oder ein Messer. Ich habe eine Zange. Der rostige Käfig für Langusten ist fest verschlossen. Er sagt doch, ich brauche eine Schere oder ein Messer. Du mich auch. Feuersteine, schön. Gleondam, Signal- und Betriebszentrale. Okay, schön, ja. Vielleicht komme ich mit einem Hilfsmittel an den Riegel. Schlag die Fensterscheibe ein, greif durch und mach auf. Ich habe einen Feuerstein. Toll. Ich kann Feuer machen. Oh, ich habe die Rosen habe ich bestimmt schon wieder übersehen.
mit dem Seil. So habe ich das nicht erwartet, aber ist okay. Was habe ich hier jetzt? Eine Sichel? Kann ich damit das Ding aufmachen? Ich brauche eine Zange, wie gut, dass wir eine haben. Draht. Oh, schön. Ich biege mir jetzt den Draht zurecht, damit ich hier durchfrickeln kann. Ich brauche eine. Ja, das ist ja schön und gut, aber. Jetzt. Er hat das noch nicht akzeptiert. Okay, ich bin hier erfolgreich eingestiegen, wie immer. Jeder Meisterdetektiv weiß, wie man einbricht, die Dekorationen fehlen. Das ist mir doch egal. Das brauche ich nicht. Das scheint extrem robustes Glas zu sein. Woher siehst du, dass man das auf den Boden schmeißt? Ist es genauso kaputt? Kolben. Wellen. Das nimmt kein Ende hier. Ich brauche etwas, um den Regler zu lösen. Rohe Gewalt. Nimm deine Puddingarme und mach was. Ich nehme erstmal den Schirm mit. Ja, kriege ich nicht auf. Mi. Wie immer. Okay, wir gehen erstmal noch irgendwie nach draußen, weil hier ja noch was im Busche hing. Amandas Brosche, wie ist die da hochgekommen? Wozu brauche ich die? Wozu habe ich Amandas Brosche, außer dass ich sie ihr zurückgeben kann? Muss ja noch einen anderen Sinn haben. Extrem robustes Glas. Keine Ahnung. Brauche ich da drin Feuerwerfste? Habe ich da drin Säure nachher gelagert? Überschütte ich den Typ nachher damit? Ich weiß es auch nicht. Das ist die ganze Anlage. Ich will eigentlich immer nach hier unten in die Schubladen schauen, aber das möchte er nicht. Wozu habe ich diesen Kolben? Wozu habe ich den Feuerstahl und eine Brosche und. Also die Wellen müssen hier rein, das sehe ich. Kann ich die mit der Brosche auffriebeln? Nee, ist leider keine Alternative zum Einbruchsset. Hier komme ich nicht ran. Hier gibt er mir nur das Schiff. Hier kriege ich nur das hier. Hier kriege ich das Ding ins Down. Das ist das gesamte Gedönse hier. Okay, ich schreibe das. Was hilft mir das jetzt? Wozu habe ich jetzt diesen Regler in der Hand? Was ist da drin? Hä? Ich verstehe es noch nicht. Jetzt habe ich den Regler. Das freut mich. Kann ich draußen noch irgendwas damit machen? Was? Falltürschlüssel. Okay, es ist eine kreative Art, seinen Schlüssel zu verstecken. Erstmal das. Hi, bist du Amanda? Ja. Forgive me. Sorry, I didn't tell you before. Jetzt muss ich hier schon wieder meinen Ton anmachen. Ich wollte doch gerade heimlich trinken. Es ist vorbei, Amanda. Was auch immer passiert ist, ich vergebe dir. Das kann warten. Das kann warten. You don't understand. This is all my fault. You're in danger because of my mother. Also gut, was ist denn mit Woody? Wir wissen das ja zu dem Zeitpunkt offiziell noch nicht, ne? Wovon redest du? We had a fight. I told her I didn't want any part of her dirty deeds anymore, but she blamed you, saying you corrupted me, and now she wants to kill you. Mein Engel, ich befreie jetzt deine Hände und dann verlassen wir auf der Stelle diesen Ort. Und keine Sorge, ich kann damit umgehen. Ja, dann, warum? Die Frau ist nur an den Händen gefesselt. Die kann aufstehen und mit uns gehen. Die muss da nicht in der dunklen Ecke hocken, wo es regnet. Notfallhammer. Das Regal könnte nützlich sein. Hä, wofür denn? Was baue ich jetzt schon wieder? Was mitgeibere ich mir jetzt wieder zusammen? Gasbrenner wahrscheinlich. Okay, da ist ein Bild von einem Schiff. Von der Arche. Wahrscheinlich. Und ein treibender Baumstamm und was genau soll mir das jetzt sagen? Uremblem. Gasbrenner. Ja, anzünden kann ich es ja, aber. Was genau mache ich jetzt damit?
Ich wusste es, ich stelle Säure her. Dafür brauchen wir wahrscheinlich diesen robusten Glaskolben. Okay, weiter als bis hierhin komme ich erstmal nicht. Überall diese seltsame Qualm. Kann ich das hier nicht einfach umlegen? Ja, Olle, steh doch einfach auf und komm mit. Wie wär's denn damit? Das Regal könnte nützlich sein. Was will ich mit dem Regal? Ich habe einen Notfall. Muss ich da? Hä? Was will der Typ mit dem Regal? Das ist seltsame Qualm. Kann ich den nicht irgendwo abstellen? Kann ich nicht an einem Regler drehen? Bei mir hier was? Wo bin ich hier überhaupt? Ist das ein unterirdischer Bunker oder sowas? Warum kommt sie nicht einfach auch mit nach oben? Okay. Okay, Feuer. SO3, also Schwefel und O3, Sauerstoff, O2, ne? Scheiße, ich weiß das alles nicht mehr. Irgendwer, der besser in Chemie war als ich und besser aufgepasst hat und sich noch an den Quark erinnert, der 12 Jahre her ist, der kann mir das bestimmt sagen, was das alles ist. Schmeiß ich auf jeden Fall hier rein. H2O ist auf jeden Fall Wasser. H2SO4. Hab ich da, das ist Säure, okay. Also Wasser, Schwefel und Sauerstoff. Gemisch. Wieso hat der Typ das hier gelagert und in die Uhr versteckt? Was ist denn da überhaupt drin? Ich habe keine Ahnung. Kann ich das da reinlernen? Kann ich das Gefäß mitnehmen? Ich brauche doch irgendwo Wasser her. Schöpfe ich das draußen aus der Pfütze ab oder wie? Leck mich doch. Das Regal könnte nicht sein. Ja, dann tu doch auch irgendwas damit. Woher krieg ich denn da Wasser? Also das Auto ist definitiv fertig. Wieso kann ich... Hä, wieso ist ihre Brosche wieder da oben? Was soll denn das? Wieso kann ich hier noch hin? Was war da eigentlich noch? Rostige Käfig für Langusten. Okay, dafür brauche ich wahrscheinlich das Säurepulver, aber... Kabel von Mancini, die besten Kabel in Italien. Was ist da eigentlich drin? Ich kann... Die letzte Welle ist da drin. Das ist die perfekte Welle, ja. Ich verstehe schon. Die letzte Welle ist da drin. Okay, hauen wir da drauf. Was ist da drin? Scharfer Propeller. Ja, nee, ist klar, ne? Gut, der Propeller. Was mache ich jetzt mit dem Propeller? Propeller ich den mir hier zusammen? Kann ich das Säurepulver hier reinlernen? Nee, ich brauche erst Wasser, ne? Knapp daneben ist auch, aber ich brauche Wasser. Ja, wo kriege ich denn das her? Was mache ich mit dem Propeller? Wedel ich damit hier von Hand rum oder wie? Ich habe nichts, um das hier durchzutrennen. Ich habe ja die Zange, aber ich habe weggeworfen und alles. Was kann ich hier noch anklicken? Ich muss hier doch irgendwas anklicken können, um diesen blöden Propeller hier loszuwerden, oder? Vor allen Dingen die Schalter kann ich nicht umlegen. Das sind vor allem riesige Bomben im Hintergrund, das sehe ich gerade jetzt erst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich soll hier runter, okay. Mit dem Propeller ihre Dinger durchschneiden? Okay. Mutti ist da. Plötzlich ist der Nebel weg. Na, ist okay, erzähl mir was. I never dreamed my daughter would actually fall in love with you, the wretched spawn of Gigante. It's embarrassing. Madame, das ist das. Dann ist das also wahr. Sie sind der Grund dafür, dass ihre Tochter leiden muss. I've never cared about suffering of others. My plan was to have Amanda court you, so I could spy on your family and read your correspondence. Was ist denn das für eine niederträchtige Alte? But one day, she refused to perform her duties. She betrayed her own mother and wanted out of the family.
But no one leaves the Aquili family. Not even in death. Hat sie ihre Tochter selber umgebracht? Selbst der Teufel ist nicht so grausam wie sie. Ich habe nur eine Frage. Klebt das Blut meines Vaters? Klebt Alberto gigantes Blut an ihren Händen? Such a smart boy. But before you die, I believe you've earned a little reward. Yes, Alberto's so-called accident was my beautiful handiwork. Ja, sogenannte Unfall war mein Werk. Ist irgendwas mit der Formatierung schiefgelaufen. Enough of this. Tommy, Amanda and I still have much work to do. Without your help. Give your father my regards. Schön, die bringt uns also jetzt um. Tommy, I'm sorry I didn't tell you who I am. But my love for you was real. Please. You've got to stop my mother. She's going to destroy half of this city. Tommy, I love you. Oh, how foolish. But she's right. The clan council didn't react to my ultimatum. So, let them pay the price. Ist das jetzt eine Magierin oder wie? Woher kommt denn jetzt das Eis? Was zur Hölle ist denn mit der Frau schiefgelaufen? Tut mir leid, Amanda, aber ich brauche ein Werkzeug. Die ist tot, Junge. Du kannst nichts mehr für sie tun. Also dem bestimmt 2D sie plötzlich ist, ne? Die ist ganz flach geworden hier anhand der Ränder. Was mache ich jetzt mit ihr? Was? Meine Liebste, sie ist tot, ja. Was zur Hölle? Ach, jetzt ist das hier plötzlich irgendwie machbar, hier was anzuklicken, ne? Eis. Vor allen Dingen, wie hoch emotional geladen ich hier gerade bin. Ja, es tut mir leid, Amanda, du bist tot, aber ja, ich mache mal weiter, ne? Was muss ich hier mit machen? Ich habe keine Ahnung, wie man die Bomben entschärft. Ja, ich auch nicht. Ah, ich kann jetzt alles Wasserschmerzen. Kann ich das wieder drin lernen? Und jetzt habe ich Säure hergestellt, oder wie? Also manchmal, ich weiß auch nicht. Manchmal macht mich Glyphosat ein bisschen traurig. Wenn. So absolut hochemotionaler Moment eigentlich. Hier, die Liebste opfert sich und Mutter sollte eigentlich bestürzt sein, aber nee, sie wohl irgendwie doch nicht. Okay, die Ernte von Flüssigkeiten, um die Bomben zu entschärfen. Wie schön, dass das alles so explizit hier dargestellt wird. Ich bin für die Bombe verantwortlich. Ich weiß, was ich damit anrichte, aber ich hatte keine andere Wahl. Madame Akil hat mich dazu gezwungen. Hätte ich mich geweigert, dann hätte sie meine geliebte Frau und meinen Sohn getötet. Es tut mir so leid, aber wenn sie erfahren, dass ihre Lieben vermisst werden, dann ist es schwer, klar zu denken. Ich erwarte keine Vergebung, aber sollte der Damm noch intakt sein, dann kann die Explosion der Bombe verhindert werden. Die Anleitung zur Entschärfung habe ich in diesem Schreiben auch beigefügt. Wer auch immer diese Zeilen liest, ich hoffe, sie können das Unglück abwenden. Okay, der Erbauer der Bomben. Was? Wie viel Zeit habe ich denn? Fülle die Glasröhren. Das ist die einzige Möglichkeit, die Bomben zu entschärfen und die Stadt zu retten. Die richtige Füllhöhe findest du auf dem Hinweis links. Wie viel Zeit habe ich? A gleich 4, ne? Also die ganz große ist 4. Ah, das ist so ein Spiel. Ich brauche aber... Ja, shit. Das sind 5. Das sind 3. Ich brauche da noch irgendwie 1 hin, ne? Okay, passen 5 Einheiten rein, das ist interessant. Au, ich kann von hier Einheiten hoch. Okay, Entschuldigung. Da habe ich nicht aufgepasst. Das sind 3, jetzt habe ich 2 Einheiten, okay. 1, 2, 3, 2,
Das sind zwei Einheiten hier, sehe ich das richtig? Das sind zwei Einheiten, ja. Von hier aus kann ich auch Einheiten nach unten umfüllen. Okay. Okay. Interessant. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich nicht allzu großen Blödsinn hier mache. Wahrscheinlich mache ich den aber gerade jetzt. Okay, ich habe insgesamt... Ich brauche zweimal vier Einheiten. Also insgesamt habe ich acht Einheiten. Ja, 35 und 8. Ja, wir machen mal die drei Einheiten hier hoch. Ich kann alle Einheiten nach oben verschieben. Das hilft mir herzlich wenig. Und drunter kann ich keine mehr transportieren. Ich brauche zweimal vier Einheiten. Ach, wie gut, dass das hier alles nicht auf Zeit geht, ne? Nochmal drei Einheiten. Zwei Einheiten. Sechs Einheiten. Das sind zwei. Eine, dann habe ich hier vier und dann müssen die hier da hoch, ne? Ja. Okay. Okay, mit ein bisschen Nachdenken ist das machbar. 3, 2, 2. Ja, habe ich hier eine Einheit? 3, 2, 2. Ja, 3, ja, 3, 2, 2. Kriege ich hier alle Einheiten hin? Habe ich hier eine Einheit, da habe ich da oben eine 4, das ist schön. Das hilft mir nicht. Habe ich die 3 hier, dann hatte ich hier auch wieder 4, ja. Ich bin gerade ein bisschen matschig. Habe ich hier zwei? Das ist schön. Das ist schön. Hier. Eine Einheit habe ich. Okay. Head of the family, Gigantic, rescues was ihr accuses Dante Marino of her death. Gigantus denied Dante Marino's involvement in the murders of Amanda and the terrorist acts. Was? Italian mother will never kill her child. Das heißt, sie ist freigesprochen worden, weil sie behauptet hat, der Ehemann hätte sie erschossen. Und ich glaube, das ist auch die Geschichte, die sie uns erzählt hat. Ist das richtig? Boah, es ist schon so lange her. Ich weiß den Anfang nicht mehr von dem Game. Ich glaube, so war das, was man uns erzählt hat. Und deshalb hat sie auch diese trauernde Mutter gespielt. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wie das zusammenpasst mit sie verliert ihren Verstand, weil sie hat ihre Tochter doch selber erschossen. Also hat sie uns das da nur vorgegaukelt? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, jedenfalls, ich bin vor diesen Bonuskapiteln immer deutlich mehr verwirrt als von dem Hauptgame. Ich glaube, es ist besser, wenn ich echt nur das Hauptgame spiele und die Bonuskapitel alle weglasse. Das macht immer keinen Sinn für mich. Okay, wir sind bei 40 Minuten. Das ist wunderschön. Das sind exakt 12 Folgen noch. Zumindest, weil wenn die letzte Folge auch 20 Minuten waren vor dem Cut hier. Ansonsten muss ich gucken, wie ich das zusammenschnippele. Könnte es uns auch eine große, lange Folge geben. Wie fandet ihr das Game so? Was ist eure, in Anführungszeichen, Theorie, eure Konsequenz, eure Schlussfolgerung aus dem Ganzen? Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, schon dadurch, dass ich eine Woche nicht gespielt habe, weiß ich die Story nicht mehr so zu 100%, aber irgendwie macht das keinen Sinn für mich mit dem Bonuskapitel. Ich meine, der erste Teil ist ja okay mit, wir sind der Bruder des Ehemanns und wir sind auf der Suche nach der entführten Tochter. Also der entführten Ehefrau. Und im zweiten Teil sind wir ja dann der Ehemann. Und ja, wir stellen ja da dann schon die Mutter praktisch im Keller mit ihren Bomben, mit dem Damm, weil die Mutter irgendwie die Stadt bedroht. Also ich weiß nicht, wie das mit dem ersten Teil zusammenpasst mit der Krankenschwester, die sagt, ja,
weil wir der Mutter nicht geholfen haben und wegen Amanda und bla und sie hat den Verstand über ihren Tod verloren und solche Sachen. Irgendwie passt das für mich vom psychologischen Aspekt her nicht ganz zusammen, muss ich sagen. Aber gut, ich bin kein echter Psychologe. Ich weiß nicht, wie die Frau hier den Tod ihrer Tochter tatsächlich verarbeitet hat. Aber hätte ich am Ende des Hauptspiels gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich die Frau eiskalt eingesackt und mitgenommen, weil... Ey, vielleicht hat die das auch nur alles gespielt mit, ja, sie glaubt, dass Amanda immer noch da ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Bis dahin, bye bye.